Zuvor, als du sie durch Aranseps Augen sahst, hast du den Stich in deiner Seele gespürt. Liebe. Eine Liebe tief und treu hat dich durchflutet. Eines der mächtigsten Gefühle Aranseps. Ein Name kam dir in den Sinn. Kyprosa. Die Frau mit dem Rabenhaar, die du gesehen hast. Die Frau im Magiergewand. Auch sie war eine der 12 Abenteurer. Und sie war ein Mensch. Aransep hatte sie geliebt. Unsäglich, maßlos, aller Logik zum Trotz. Also hatte er nicht alle Menschen gehasst. Diese Erkenntnis könnte dich neugierig machen, mehr über Menschen herauszufinden. Vielleicht willst du aber einfach nur mehr Geld in der Tasche haben. Was auch immer dein Motiv ist, du hilfst Belion, mehr über den Tod des Nuyan-Ritters zu erfahren. Wenn die Ältesten jemals diese Erinnerung Aranseps geteilt hatten, ließen sie es sich nicht anmerken. Anscheinend hassten und fürchteten sie Nuyan ebenso, wie sie Kyrios fürchteten und hassten. Ohne Belions Untersuchungen abzuwarten, erklärten sie Inuir des Rittermordes schuldig. Sie wollten nichts mit Menschen zu tun haben. Und wenn sie dadurch auch Inuir demontieren konnten, war das umso besser. Wäre ein Elf das Opfer gewesen, hätten sie den Mörder bis ans Ende der Welt gejagt. Aber so wollten sie den Zwischenfall lieber unter den sprichwörtlichen Teppich kehren. Du hörst, dass sie nicht wollen, dass noch einmal jemand davon sprechen sollte. Da du seine kostbarsten Erinnerungen kennst, kannst du nicht umhin, dich zu fragen, was wohl der geliebte Elfenkönig in so einer Situation getan hätte.
Der Ritter hatte eine Frau, eine Familie, ein Leben. Natürlich hatte er das, auch wenn die Ältesten scheinbar beschlossen hatten, das zu ignorieren. Der Ritter war wahrscheinlich von Liebe und Wärme umgeben gewesen. Erneut tritt eine Erinnerung Aransebs zutage und blockiert alle anderen Visionen. Ein Picknick im Wald an einem schwülen Sommertag. Aranseb ist von seinen Freunden umgeben. Im Schatten eines Baumes umarmen sich Kyprosa und Jean zärtlich. Kyprosa blickt auf und lächelt Aranseb zu. Sie bietet ihm freundlich eine Flasche Ale an. Als er danach greift, zieht ihn die schöne Elfenmaid neben ihm am Ärmel. Sie wirft Kyprosa einen kalten Blick zu und drückt Aranseb ihren eigenen Trank in die Hand. Noch nie zuvor bist du so tief in eine Erinnerung eingetaucht. Als die Vision verblasst, kannst du immer noch die kalte Flasche auf deiner warmen Haut spüren. Es war eine weite Reise zur Witwe des Ritters. Auf dem Weg wurden dir die Augen geöffnet. So viele, Elfen und Nuyan, brauchten Hilfe. Offensichtlich stimmte etwas nicht in Nuya. Wie könnte es auch, wenn so viele Bürger so verzweifelt waren? Aranseb hatte in einer großen Stadt gelebt und Armut und Zank gesehen, aber noch nie so etwas. Wohin man auch ging, immer brauchte jemand anderes dringend Hilfe. Viele Einwohner waren besorgt wegen der großen Anzahl an Dahuta-Kultisten in diesem Gebiet. Du erinnerst dich an ein Bild einer schönen Elfenmaid mit eiskalten Augen, die Göttin Dahuta. Sie war eine der 12 Abenteurer und auch sie wurde zu einer Göttin, so wie Jean zu einem Gott wurde. Davor war ihr Name als gewöhnliche Elfe nicht Dahuta, sondern Aransebia. Sie war Aransebs Patenkind. Schließlich erkennst du die Elfenmaid aus Aransebs letzter Erinnerung. Wie könntest du je den eiskalten Blick vergessen? Je weiter du reist, desto mehr Dahuta-Kultisten begegnest du. Sie war die Göttin des Meeres und des Wandels. Allerdings war unklar, was ihre Anhänger zu verändern hofften. Vielleicht wollten sie den Kult um Nui ausboten, der seit dem Exodus von Auroria dominierte. Vielleicht war ihr Ansinnen aber auch heimtückischer. Barden besangen Dahutas Unterwasserpalast und ihren Hort an männlichen Sklaven. Angeblich sahen durch Dahutas Magie die Gesichter von allen identisch aus. Soweit Aransebs Erinnerungen es dir gesagt haben, hegte sein Patenkind keine Vorliebe für die See.
So schien es willkürlich, dass sie diese besondere Macht erlangt hatte. Vielleicht war ja auch Jean rein zufällig zum Gott der Zerstörung geworden. Aber Aransep hatte immer vermutet, dass Jeans Seele von einer gewissen Dunkelheit besessen war. Elfen hassten Bestechungen, die man bei Greyland benutzen musste. Sie rochen nach Ehrlosigkeit. Und Ehre war von größter Bedeutung. Seit langem nannte man Kyrios den Betrüger, wegen seiner Untaten als Gott der Zerstörung. Kein Elf wollte jemals in einem ähnlichen Licht erscheinen. Aransep hatte das Gefühl, dass Jean vor allem Kyprosa betrogen hatte. Aber die Erinnerungen waren zu verwirrend und zu dunkel, um mehr zu erfahren. Hoffentlich würde dein Handeln bei Greyland nicht dazu führen, dass du deine Ehre verlierst. Schließlich bist du gerade erst den Mordanschuldigungen entgangen. Greyland war berüchtigt für seine Gier, die selbst für einen Menschen ungewöhnlich war. Aber sich auf sein Niveau zu begeben, würde deiner Ehre keinen Dienst erweisen. Seit du dem Rebellen Enuir geholfen und dich unehrenhafter Menschentradition gebeugt hast, ist die Gefahr zu deinem ständigen Begleiter geworden.